Hi Leute, wir sind heute an unserem Weihergarten. Und ich zeige euch jetzt mal, was hier so abgeht. So, hier an dem Grundstück bauen wir das erste Jahr an. Alles ist hier ein Experiment dieses Jahr. Und ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Hier haben wir ein paar alte Tischbeine abgestaubt. Da will ich ein Upcycling-Projekt machen. Das kommt dann in einem von den nächsten Videos. Hier habe ich ein kleines Blumenbeet. Da kommt Kapuzinergresse. Ich glaube, dass es die hier ist. Ja, zwei Stück, ist ein bisschen mickrig. Ich denke, dass es am Untergrund liegt. Das ist hier zu kiesig, zu ja, schattig, nass. Moos lag drauf, das wir vom Dach runter getan haben. Ja, das habe ich hier ein bisschen freigerecht. Das sieht man im Rasen auch an. Aber ich denke, der kommt wieder. Da unten drunter sieht es doch schon grün aus. Genau. Dann habe ich hier nochmal ein Blumenbeet. Ich weiß, die Umrandung ist nicht so professionell, aber die hilft auf jeden Fall, dass der Cluny hier, das ist Cluny, dass der hier nicht reinläuft. Der hat kapiert, hier ist Abgrenzung, Sperre, imaginäre Grenze. Da läuft er nicht drüber. Genau. Hier habe ich nochmal dieselbe Kapuzinergresse. Genau, die kommt hier ganz gut. Ich habe die Abstände ein bisschen weit gewählt und dafür da hinten mehr rein, wo nichts wächst. Aber hier die andere Sorte Kapuzinergresse, eine hochrankende Sorte. Da mache ich noch ein kleines Gitter hin. Soll im Sommer schön blühen. Genau, hier wächst auf jeden Fall besser. Hier drüben, da habe ich Ableger von einer Freundin bekommen, bei der hat es im Garten gewuchert. Das ist so eine Palme eigentlich, die wird bis zu 2 Meter hoch. Ja, normal ist die grün, bei mir hat sie drei Farben. Ich denke, hier ist es. Dieses Jahr ist das Wetter einfach viel zu kalt. Wir haben jetzt Mai, immer noch 15 Grad, kein Sonnenschein. 20. Mai, ja, echt madig das Wetter. Das gefällt Palmen bestimmt nicht. Und dann noch umgesetzt zu werden, der Stress. Genau, hier habe ich noch ein bisschen Blumenwiese angesät, aber ich bin mir nicht sicher, ob da nur Unkraut kommt oder ob da wirklich Blumen dabei sind. Ist auf jeden Fall für die Bienen, aber hier kommt auch schon wieder, wir haben hier einen Weiher erst ausgebaggert. Hier kommt das Gras, was wir angesät haben, und hier kommen auch schon die ersten Blumen. Für Bienen und Schmetterlinge auf jeden Fall gut, die unser Gemüse dann befruchten sollen da drüben. Da drüben ist unser Gemüsegarten, den zeige ich euch gleich. Hier die Brücke selbst gebaut. Ich bin echt stolz, ich finde die ist toll. So, Cluny, komm. Schauen wir mal, komm. Komm mit, gucken wir mal, was da drüben abgeht. Ja. Cluny gefällt die Brücke auch, der geht gern drüber. Ich hatte schon Angst, weil hier kein gescheites Geländer ist, aber nee, gar kein Problem. So. Hier ist unser Kartoffelbeet. Das haben wir erst vor gut 1,5 Wochen angepflanzt oder die Kartoffeln gesteckt. Hier das Kartoffelbeet, das ist schon älter. In dem Abschnitt da vorne habe ich die Kartoffeln ganz eingepflanzt. In dem Abschnitt hier, da haben wir die Kartoffeln geviertelt. Die waren eher weiß vorgekeimt, die waren hier eher grün vorgekeimt. Hier geviertelt, hier ganz. Nicht angetrocknet, ja. Ich habe erst gedacht, schauen wir mal, ob das so klappt, aber das Geviertelte klappt eigentlich echt gut. Hier kommt viel
Und hier habe ich auch nochmal nachgesteckt und ich glaube, ich bin nicht sicher, ob die auch schon die nachgesteckten sind. Auf jeden Fall hier habe ich noch ein paar rein. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Kartoffeln. So, dann habe ich gleich hier das erste Rätsel für euch. Und zwar eine Pflanze. Der gefällt hier ja gar nicht so schlecht. Die kommt jetzt auch. Am Anfang waren die Schnecken ein bisschen dran. Die hat sich an das Wetter gewöhnen müssen. Aber jetzt, die sieht gar nicht schlecht aus. Die kommt hier auch, die treibt aus. Ratet mal, was könnte das sein? Dann haben wir hier eine Reihe Radieschen. Ein bisschen Petersil. Dann, ich habe dieses Jahr das erste Mal die Pflanzen komplett selber vorgezogen, bis auf ein paar vereinzelte. Das ist das Kohlbeet. Da werde ich nächstes Jahr wechseln. Das kommt dann da hinten irgendwo hin. Dieses Jahr hier Weißkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Rotkohl. Am Anfang waren auch die Schnecken ein bisschen dran, ein bisschen Sonnenbrand, ein bisschen Ameise, aber ich habe jetzt ein bisschen ringsherum gemulcht, dass die Blätter nicht so im Dreck liegen und es tut dem ganz gut, genauso wie dem Mangold da drüben auch. Hier haben wir einmal den Mangold Red und einmal die Sorte Bright Lights. Und dem gefällt unser sandiger Boden eigentlich ganz gut. Von den gelben sind leider weniger gekeimt wie von den roten, aber hier die rosane Sorte schaut doch genial aus. Die rote Sorte hat rote Blätter, die Bright Lights hat grüne und rosane Stränge und hier leicht marmoriert rosa. Und ich finde, die jungen Blätter schmecken auch echt super gut. Ich muss dazu sagen, Mangold kannte ich vorher gar nicht, fand die Farbe einfach schön in anderen Videos, habe mir dann gedacht, baue ich an und die jungen Blätter schmecken mir bisher echt super gut. Gekocht habe ich sie noch nicht. Genau, hier drüben wollte ich eine Kräuterschnecke anlegen, dachte mir dann, naja, in den Beeten ist eigentlich blöd. Habe dann aufgehört und habe einfach mal ein bisschen Radieschen reingesät. Die Kräuterschnecke kommt dann eher da drüben in der Ecke hin und die Radieschen, die wachsen jetzt echt ganz gut, aber Ameisen haben wir hier auch. Hier noch ein bisschen Lavendel und zu den Schnecken, die sind übrigens leer. Ich dachte erst, es gibt nur leere Häuschen, haha. Natürlich nicht. Wir haben auch einige lebendige. Aber ich habe die jetzt mal zur Abschreckung hingelegt. Vielleicht denken die ja, ich war das. Und die bleiben dann eher weg. Schauen wir mal, ob das klappt. So, was haben wir hier unterm Vlies? Gucken wir mal drunter. Ganz oldschool. Einfach mit dem, was wir hatten, beschwert. Ein paar Stecken rein. So, was haben wir hier? Schön, schöne Farben. Ich muss dazu sagen, die habe ich gekauft, weil ich wollte ein bisschen frühere Ernte und ich habe mit dem Salat einfach viel zu spät angefangen. Genauso mit dem Kohlrabi, der ist bei mir bei weitem noch nicht so weit. Ja, hier waren auch die Schnecken dran, also nicht nur Schneckenhäuschen. Aber es kommt auch schon der kleine Kohl. Kohlrabi. Vielleicht sollte ich hier auch mal mulchen, weil ich glaube, beim Salat klappt das ganz gut und die Kopfsalate sind bald erntereif.
Und werden sich bestimmt auch ein paar Bekannte drüber freuen, weil so viel Salat auf einmal kann ich nicht essen. Genau. Dann hier drüben, nicht, dass ihr euch wundert, das ganze Grusch da drüben. Wir haben kostenloses Bauholz, Paletten bekommen. Genau, da werden wir auf jeden Fall noch Upcycling-Projekte starten. Da seid ihr auch live dabei dann. Hier, das ist das Projekt Hallenbad. Ich muss dazu sagen, wir haben echt viel Hoffnung und Arbeit drin investiert. Nächstes Jahr sieht die Sache bestimmt viel besser aus, bin ich ganz zuversichtlich. Die Größe von dem Gewächshaus ist eigentlich super toll. Nur leider, wie ihr seht, sind wir sehr nah am Wasser gebaut. Und wir haben versucht, das Gewächshaus von oben dicht zu machen. Nur leider kommt vermutlich das Grundwasser durch. Ich zeig's euch mal. Von der Temperatur her muss ich sagen, super gut, richtig tropisch, nur leider 20 bis 30 cm Wasser. Wenn wir nicht vorhaben, Hydrokultur zu machen oder Karten für Hallenbad anzubieten, dann wird es heuer mit den Tomaten leider nichts, denn die haben keine Schwimmlizenz. Deswegen Plan B, wir werden, ich habe ein Gewächshaus bestellt und wir werden zusammen das Gewächshaus nächste Woche aufbauen. Und dann werden die Tomaten dahin kommen. Und im nächsten Video zeige ich euch meine Tomatensorten, die warten so lange auf der Terrasse in großen Kübeln. Genau, so weiter geht's. Hier sind noch, das ist eigentlich ein Glasgewächshaus, Erdglasgewächshaus, deswegen haben wir da auch den Meter runtergebuddelt, was hier definitiv keine gute Idee war. Genau, hier sind noch die Querstreben, dann gehen wir mal hier hoch, das ist unser Kompost, Kompost, riesengroß. Komm mal mit, ich habe da ein paar Sachen drauf gepflanzt, das ist nicht alles Unkraut. Außer das hier, das ist Unkraut und das auch. Hier ein schlechtes Beispiel für meinen Kürbis. Irgendwas gefällt dem hier überhaupt nicht. Der ist total, muss sagen, total beschissen eigentlich. Aber gehen wir mal weiter. Seine Freunde schauen gar nicht schlecht aus eigentlich. Die treiben hier auch aus. Das ist der rote Zentner. Hier habe ich zwei gepflanzt. Ich denke,